Herzlich willkommen zurück zu Uncharted Drakes Schicksal. Wir sind immer noch in der Höhle und setzen unseren Weg hindurch fort. Vorsicht, Nate, das ist echt tief. Kein Witz, oder? Ja. Wir müssen da rüberkommen. Okay. Sieht gut aus. Ja, nee, ist klar. So, was erwartet uns jetzt hier Schönes? Sesam, öffne dich. Hier, lass mich mal. Oder auch nicht. Bin ich jetzt schon drin, oder was? Ich halte sie auf. Versuch du, sie von innen zu blockieren. Okay. Okay, lass los. Das müsste halten. Knack. Mach schnell, Sully! Ja, und jetzt? Das war mir etwas zu knapp. Hoffentlich gibt's hier eine Hintertür, was? Schon, das müsste Moment, halten. Das kenne ich doch. Ich glaube, das kenne ich aus Drakes Tagebuch. Öffnet. Ja, Tagebuch. Hier. Das Ding scheint eine Art Lampe oder Leuchter zu sein. Versuch mal, es anzuzünden. Da hast du so oft über die Zigarre gemotzt und jetzt nutzt sie uns, was? Es werde Licht. Aha. Wir müssen den Schrott irgendwie wegräumen. Ja, wir haben hier den ganzen Tag Zeit. Das Holz ist trocken. Wir könnten es verbrennen. Okay. Cool. Schön. Nachladen. Und jetzt. Naja, geht's da runter. Oh Gott, nein! Ups. Nate! Oh, nein. Das konnte ich vor 30 Jahren vielleicht. Ist klar. Fieses Stück. Ja, wir werden oft sterben in diesem Spiel. Wir werden sehr oft sterben. Wie sieht's auf der anderen Seite aus? Vielleicht besser? Nein. Nein! Ach ja, ich mag dieses Spiel jetzt schon. So, und jetzt? Nee, ich will ja einen nach unten. Ja, genau. Aha. Uiuiui. Oh, einfach mal so nach oben, kein Problem. Ja.
Wow. Immer diese Steine. Sind wir jetzt nicht schon unten? Ach, da geht's doch noch so tief runter. Ja, cool. Naja, man kommt ja irgendwann dahinter, wie es funktioniert. Wow, ich bin nicht gestorben. Hammer. Hammerhart. Das sah von oben gar nicht so tief aus. Da ist doch eine Leiter hinter dem ganzen Geröll. Wie, da ist eine Leiter. Versuch doch mal irgendwie diesen ganzen Mist wegzurollen. Tja. Irgendwie. Okay, da geht auch nix. Kann man hier nicht irgendwie... Nur weil Nathan nicht raucht, kriege ich hier kein Licht an. Irgendwo hoch. Nö. Das bringt mich nicht weiter. Naja, dann. Ich habe Fässer gefunden. Wow. Aha. Leiter. Ist klar. So, mache er Licht an. Nett. Eine Schleuse. Ja, hier waren schon mal ein paar Leute. Aus wie eine gute Deckung. Ich weiß nicht was. Muss ich jetzt da runter? Hm. Was macht man damit? Halt, die Zeichen kenne ich doch. Einfach mal drücken. Wie
Die Ordnung dieser Zeichen trägt Bedeutung. Da drüben sind noch mehr. Hey, da passiert was. Eine Säule. Okay, also hier kommt es ganz offensichtlich auf die Reihenfolge an. Okay. Also der hier war irgendwie schon mal richtig. Jetzt kann ich drauf gucken. Okay, die 2 ist der viel händige. Mal gucken. Ach, ich wollte nicht ganz runter. Was war das denn für ein Stunt? Tipp. So, ist das der vielhändige? Ja. Also der als zweites. So, welchen haben wir da drüben? Nummer 3 ist die Spinne oder was auch immer das sonst sein soll. Sieht so aus wie das da. Von hier komme ich natürlich nicht rüber. Mega. Geil. Abhängen ist deine Spezialität. Der Whirlpool ist offen. Ganz schön tief. Ja, anscheinend sind da an der Seite Stufen. Warte mal, ich seh's mir an. Ist gut. Sei vorsichtig. Tolle Stufen. Hey, pass gut auf da unten. Nett. Okidoki. Oh, das sieht ja auch vielversprechend aus.
Okay, das bringt was. Wenn du meinst. Das war jetzt aber nicht viel Wasser. Ach, sag nicht, du gehst da drin schwimmen. Es gibt Schlimmeres. So. Tauchen können wir nicht, wie es aussieht. Jetzt bin ich nass. Die Erkenntnis der Folge. Offensichtlich kam er da nicht rüber. Aber war ja ein Versuch wert. Ich hätte einen Counter einfügen sollen. Umsehen. Da muss ich ran. Das hat gerade nicht geklappt. Und jetzt? Da geht's nicht hin. Puh. Aha. Was auch immer da sein soll. Das mit den Kameras hätte man vielleicht etwas smarter lösen können. Weil wenn ich nicht sehe, wo ich hinspringe, ist es auch klar, dass ich dabei drauf gehe. Aber ich kann die Kamera auch hier nicht drehen. An der Stelle kann ich wenigstens noch auf Umsehen gehen. Aber so wirklich helfen tut mir das auch nicht. Irgendwie muss ich dann nach oben. Puh. Okay. Geschafft! Ich bin jetzt drüben! Da kommst du drauf! Ja, ich bekomme die auf. Vielleicht hätte ich in Deckung sein sollen. Ich nehme den hier. Naja, du meinst. Ah, sieht sicher aus. Ja, genau. Ja, ist klar. Ich hab's geschafft! Nichts passiert! Jetzt sieht es aus, als hätten wir endlich Glück. Das will ich danach auch hoffen. Ich kann mich nicht umsehen. Boah, Wahnsinn. Sie haben den Tempel drumherum gebaut. Und um was?
Eine Statue. Eine Goldstatue. Eine Riesengoldstatue. Schau mal hier, diese Menschen da. Die huldigen dem Ding. Wenn das überhaupt Menschen sind. Na klar. Eldorado, der goldene Mann. Sully, es war keine Stadt aus Gold. Es war das hier. Es war ein Götze aus Gold. Mann, kannst du dir vorstellen, was das Ding heute wert wäre? Schau mal hier, Spuren. Die Spanier haben sie auf Stämmen weggeschleift. Und wir sind leider 400 Jahre zu spät. Und gehen leer aus. Ja, sieht so aus. Verdammter Mist! Außer... Außer was? Wir folgen der Spur. Ja. So groß wie das Ding gewesen sein muss, können sie eigentlich nicht weit gekommen sein. Ah, hier hören sie auf. Ja, sieht aus, als wäre die Rückwand des Tempels weggesprengt worden. Ja. Die Spanier haben beim Schatztransport eine Abkürzung gebaut. Klasse. Und jetzt? Viele Wege können sie nicht gegangen sein. Halt, Sully, hörst du das? Na, sowas sieht man nicht jeden Tag. Mein Gott. Ja. Das ist aber nicht von den Spaniern. Schau sich einer das an. Ist wohl bei Hochwasser gekommen und dann stecken geblieben. Schauen wir es uns an, oder? Das muss enormes Hochwasser gewesen sein. Mir ist bei der Sache irgendwie unwohl. Unwohl? Sag bloß, du hast noch nie ein deutsches U-Boot mitten im Dschungel gefunden. Ach, jetzt mal im Ernst, Nate. Weißt du was? Du bleibst hier. Ich sehe mich mal um und geb dir Bescheid, wenn ich auf die Crew treffe. Ja, genau. Ja. Mach das. Oh. Warte mal. Das bewahrst du lieber auf. Okay. Ich glaube, das könnte echt anstrengend werden. Ich lach mich kaputt. Man da Nazi-Uniformen findet. Oh je. Ja. Sieht sehr stabil aus. Halt dich daran fest. Okay, wird nix. Was haben wir denn hier hinten? Scheint, als müsstest du über die Klippen klettern, um ins U-Boot zu kommen. Aha. Ja. Jo.
Da ist die nächste Liane. Meine Güte. Kommt man da zurück? Da hinten liegt ein Bonusgegenstand. Verdammte Axt. Hooray. Die Weisheit des Tages. Schöne Klippen. So, ich hab's über das U-Boot geschafft. Und nun? Ah, okay. Dahin geht's nicht weiter, dahin auch nicht, also müssen wir die nächste Kante erwischen. Hui. Okay. Von dort kannst du dich wohl direkt ins U-Boot fallen lassen. Ja. Wir sind auf dem U-Boot angekommen. So, und mit diesem schönen Bild von Sonnenaufgang oder Untergang, wer weiß, beenden wir diese Folge von Uncharted Drakes Schicksal. Beim nächsten Mal schauen wir uns das U-Boot genauer an. Und gucken mal, wie viel von den Nazis noch übrig geblieben ist. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken und lasst ruhig einen Daumen da. Ciao, ciao.